Ich bin so aufgeregt. Stardew Valley bekommt bald ein neues Update und das hat es in sich. Das ist nicht so klein, wie eigentlich der Entwickler mal gesagt hat, sondern ziemlich groß. Und wir gucken uns mal an, was da drin ist. Leider gibt es immer noch kein Release-Date, deswegen müssen wir ein bisschen abwarten. Aber wenn ihr mal wieder Bock auf Stardew Valley habt, ihr bekommt bald neues Futter und ich freue mich so drauf. Für die Leute, die Stardew Valley nicht kennen, Stardew Valley ist ein cozy Game, vor allem eine Farming-Simulation. In Stardew Valley könnt ihr farmen, ihr könnt angeln, ihr könnt in eine Mine gehen, ihr könnt mit den Leuten nicht nur interagieren, ihr könnt sie auch heiraten. Die Charaktere haben auch eine sehr, sehr erwachsene Hintergrundstory, heißt, es ist nicht für Kinder ausgelegt. Ihr könnt da wirklich mit den Charakteren auch Empathie verspüren. Es ist ein großartiges Spiel. Wenn ihr das noch nicht kennt, solltet ihr es euch auf jeden Fall zulegen. Also da macht ihr nichts falsch. Lasst euch bitte nicht von der Grafik abschrecken. Das Game ist einfach Liebe pur. Auf Twitter bzw. X hat der Entwickler die Neuigkeiten veröffentlicht und wir bekommen ein neues großes Festival. Was es genau ist, keine Ahnung. Ich könnte mir beispielsweise Silvester vorstellen oder Valentinstag? Valentinstag wäre doch so geil. Würde mich richtig drüber freuen, aber mal gucken, ein größeres neues Festival wird es geben. Dann auch noch zwei neue Mini-Festivals. Ich könnte mir vielleicht sowas wie so einen Sommerjahrmarkt vorstellen. Also Mini-Festivals sind einfach kleinere Sachen, wie beispielsweise im Sommer habt ihr den Jellyfish, also diese Quallen. Ich habe es nur auf Englisch gespielt, deswegen weiß ich gerade nicht, wie das auf Deutsch heißt, sorry. Dieses kleine Festival und das kann ich mir vorstellen, vielleicht so ein Sommerjahrmarkt oder sowas. Ich meine, wir in Hamburg haben hier ständig Dom und ich würde sagen, das könnte auch ein Mini-Festival sein. Warum nicht? Zusätzlich bekommen wir neuen Late-Game-Content und der soll sogar unsere Fähigkeiten weiter expandieren. Mal gucken, ob es das bedeutet, ob wir höheres Level als 10 dann jeweils in den unseren Fähigkeiten haben können, wie der Axt etc. pp. Oder was das genau bedeuten kann. Aber das ist für uns natürlich auch wichtig, die das Spiel vielleicht schon durch haben, dass sie einfach nochmal einen Ansatz haben, das nochmal von vorne zu spielen. Denn es gibt auch noch neue Dialoge. Lines von Dialogen, genau. Dialoge. Über 100 neue Dialoge. Das bedeutet natürlich, dass die Charaktere vielleicht auch sich mal unterschiedlich entwickeln könnten. Und vielleicht kommt dann auch noch ein Geheimnis raus, ob ein Kind vielleicht unehelich ist. Zusätzlich bekommen wir neue Rezepte und Items und einige Sachen werden jetzt auch schon auf diesem Bild ein bisschen hingedeutet. Also wir haben beispielsweise einen neuen NPC. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Yoya-Manager sein könnte, vor allem wenn jetzt gesagt wurde, dass auch zusätzlich noch Yoya-Alternatives dazu hinzugefügt werden. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht der neue NPC ein Yoya-Mitarbeiter ist. Hat zumindest den Stil, genauso wie die Box daneben mit dem Fragezeichen. Also was das sein könnte, who knows, aber es hat schon diesen komischen Vibe. Zusätzlich ist mir dieser Twitter-Post noch eingefallen, weil hier sehen wir auf jeden Fall einen Papagei mit Goldmünzen auf so einem Yoya-Ständer. Das kann bedeuten, dass dieser Papagei für Yoya arbeitet, für den Konzern, und er irgendwas macht für Geld. I don't know. Habt ihr eigentlich schon mal den Yoya-Weg genommen? Yoya ist ja ein sehr, sehr großes kapitalistisches Unternehmen, was auch sehr, sehr viele Schwierigkeiten hat. Und eigentlich entscheiden sich die meisten von euch sehr wahrscheinlich dann für den Weg, dass ihr Yoya den Rücken kehrt und ihr mit eurer Farm Pierre unterstützen mögt, das lokale Unternehmertum ein bisschen supporten. Aber ihr habt auch die Möglichkeit, euch Yoya anzuschließen, also diesen großen Konzern, und dann Yoya halt die Macht zu geben über diese Stadt und dann zu expandieren. Hat jemand von euch das schon gemacht? Ich habe nämlich ein Let's Play von einer anderen amerikanischen YouTuberin gesehen und ich fand das super interessant. Vielleicht will ich das auch mal machen, aber ich traue mich nicht. Das ist ganz schön böse. Aber zurück zum Text. Daneben ist ein Ticket und das würde auf jeden Fall zu der Theorie passen, dass es einen Sommerjahrmarkt geben könnte. Weil Ticket, warum nicht? Dann darüber haben wir ein
ich würde mal sagen Pfeil und Bogen. Also, dass wir wirklich in die Mine gehen können, mit Pfeil und Bogen hantieren können, kann ich mir vorstellen. Dann haben wir zusätzlich noch eine Teesorte, die in Purple gehalten ist. Vielleicht bewusstseinserweiternde Substanzen? Who knows? Who knows? Ein weiteres Totem auch in diesem violetten Ton. Ich habe eine Vermutung, aber gehen wir erstmal weiter. Darüber sehen wir etwas, was so aussieht wie die Fasern, also die Pflanzenfasern. Ich weiß nicht, ob das ein großer Busch jetzt ist oder was das jetzt bedeutet. Daneben ein Fischtank? I don't know. Daneben. Das könnten kleine Bohnen sein oder halt irgendwelche Munition? Ich weiß es nicht. Also, es könnte für mich alles sein. Und daneben befindet sich noch eine neue Frucht, die Ähnlichkeit mit der Stardrop hat, sagt die amerikanische Community. Deswegen könnte ich mir das vielleicht auch vorstellen, dass es das ist. Und darunter seht ihr dann auch noch Frösche. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr die Frösche dann auch auf eurer Farm haben könnt und die züchten könnt. Was natürlich sehr, sehr niedlich wäre. Eine weitere Sache, die vor allem viele von euch mit Mods hinzugefügt haben, sind neue Kleidung für die NPCs. Und sie bekommen jetzt wirklich Winter-Outfits. Ihr seht da unten schon eine Preview und Sebastian. Ah! So süß. So süß, wie das aussieht. Ah, und der Hut. Ah! Finde ich total süß. Also ich freue mich schon auf die ganzen neuen Looks dann im Winter. Zusätzlich ist das einfach auch wichtig für das Spiel, dass es immersiv wirkt, weil wenn sie dann einfach so ein bisschen mehr eingepackt ist, passt das zum Winter, passt das zu dem Schnee und deswegen freue ich mich sehr, dass das jetzt hinzugefügt wird. Es gibt neue Belohnungen, wenn ihr die Billboards nutzt. Ich weiß aber nicht ganz genau, welches Billboard jetzt gemeint ist, das bei Pierre vor dem Shop. Oder wenn ihr dann unten vor dem Bürgermeister seid. Also ich bin mir nicht sicher, wo jetzt die Belohnungen sind und was es für eine Art von Belohnung dann sein wird. Vielleicht dann noch etwas, was mit der Stadt zu tun hat vielleicht. Mal gucken. Zusätzlich, es wird jetzt ein 8-Spieler-Multiplayer geben. Für den PC leider nur, also nicht für die Konsolen. Aber ich freue mich sehr. Das bedeutet natürlich, dass man beispielsweise als Streamer mit der Community viel mehr interagieren kann. Oder ihr auch mit euren Freunden einfach noch mehr dazu holen könnt. Und ihr dann euch austoben könnt auf einer Farm. Also ich freue mich darüber sehr, über diese Möglichkeit. Dazu passend, es wird noch einen neuen Farmtyp geben. Ich kann mir aber wirklich nicht vorstellen, dass das nur für 8 Spieler ausgelegt ist, eine Farm. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, mit diesen ganzen Hinweisen von den Items, die wir hier sehen, aber auch den Fröschen und unten links haben wir noch eine neue Pflanzenart, die auch so ein bisschen nach Moor, Sumpf und so weiter aussieht, dass das vielleicht eine neue Art von Farm sein kann. Also so eine Sumpffarm. Würde ich die richtig, richtig spannend finden, wenn es das ist. Aber natürlich, es könnte ja auch eine Winterfarm oder sowas ähnliches sein. Ich denke, der Sumpf, da sind wir auf jeden Fall auf einer guten Pferde. Natürlich gibt es auch noch weitere kleine Änderungen und Verbesserungen, aber auch noch weitere Geheimnisse. Und darauf freue ich mich sehr. Mein Lore-Herz schreit förmlich, weil ich liebe es jetzt schon, dann die neuen Geheimnisse zu entdecken und zu sehen, was wir noch so entdecken können bei Stardew Valley. Leider, wie gesagt, haben wir noch kein Release-Date für dieses Update. Deswegen müssen wir uns noch ein bisschen gedulden lassen. Aber ich finde es wahnsinnig krass, was wir umsonst für Stardew Valley bekommen. Einfach so nach 7 Jahren von Release. Einfach nochmal so ein großes Update. Ich liebe das, dass der Entwickler einfach an die Community denkt, dass wir an erster Stelle stehen, dass unser Glück quasi da an erster Stelle steht und nicht unbedingt sein Geld, dass er jetzt unbedingt noch mehr und noch mehr einnehmen müsst. Das kennen wir anders, würde ich einfach mal so behaupten. Und ich würde vielleicht mal Sims sagen, oder was? Was sagt ihr? Freut ihr euch auf das Update? Habt ihr eigentlich schon mal Stardew Valley gespielt oder nicht? Soll ich noch mal ein bisschen mehr davon reden, darüber ausholen? Ich würde gerne sonst auch wissen, wenn ihr das schon mal gespielt habt. Wer ist denn euer Loverboy oder Lovergirl? Sagt es mir. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, Kommentar da und folgt mir gerne. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann!